Was ich auch empfehlen kann, ist Yu-Gi-Oh! Erste Staffel. Boah, war auch so schön. Aber ich glaube, die finde ich auch nur so schön, weil Nostalgie kickt. Kann sein, dass die eigentlich ganz schön scheiße ist. Oh, Blitze. Leben ist Griff. Cutscene Time. Let's go. Looks like you were right, Noah. There's a whole bunch of containers here. A welcome gift for easy sneakings! Let's go over this again. First, we get to those containers without being spotted. With me so far? Anyone spots us, we're like ninjas. We take them out quickly and silently. Once we're inside, we pick the right opportunity to proceed through the hangar. Our goal is here. The maintenance hatch that leads outside. From there, we head to outer deck. Right. Enemy presence should be lower around there. Then we move to the main housing. Assuming we get there, how do we trash it? I can brief you on the next steps. After analyzing the data we got from Bolliaris, I discovered a flaw in the Annihilator's construction. A weak point? Indeed. Here. The weapon is designed to temporarily render the Black Fog inactive, condense and collect it, then release it in one blast. Our best bet is to destroy the neutralizer assembly from which it draws its power. But it's located in the castle interior. Getting there will be no joke. Once there, we'll need to damage the auto-balancer in the barrel's housing. Most likely, it was built in a hurry. The movable barrel is affixed to this outer ring that you see here. But the ring isn't strong enough to take the barrel's weight or absorb the recoil. That's why the auto-balancer was added after construction, as an afterthought. So what? We've just got to smash that thing to pieces. Smash it, and the entire ring begins to fall apart, and the barrel collapses under its own weight. How strong is the auto-balancer? Not too sturdy? Nothing Ouroboros can't handle. So, what's this thing? That is a refrigeration unit. The barrel needs vast amounts of energy. It would have to be kept cool at all times to keep the energy in check. I'm surprised it's so huge. Seems that was built quickly too. It's got both bulk and heft to it. They probably couldn't have made it any smaller. Hmm. A rush job, huh? Okay then. We all good to go? Yeah. No more taking it easy. Let's make this happen. No. Yu-Gi-Oh! Ist Beste. Mein bester Kumpel hat mir von dem Guy, der aus... Was? Der aus 4, 5 Karten besteht, mal eine geklaut. Exodia, meinst du? Ich bin still nachtragend. Das ist ganz lustig, weil... Ich weiß nicht mehr. Entweder das müsste auch die erste Yu-Gi-Oh! Staffel sein. Da gibt es eine Szene, wo... Ich glaube, Weevil war das. Die Exodia-Karten von Yugi klaut und übers Schiff schmeißt. Genauso stelle ich mir deinen Kumpel vor. Caster. Warte mal. Wo ich gerade finde. Ich hab's in Discord geschickt. So stelle ich mir deinen Kumpel vor.
Buddy, bin den, was? Bin den hinterher und hab ihn gestellt. Er schämt sich immer noch. Hatte den Überblick. Von hinten können wir jemanden den Weg weisen. Guck mal ans andere Ende des Berges hier. Okay, so hat sich das legit angefühlt. Bloß hatte ich nur den rechten Fuß. Gute alte Exodia. Ich hab gegen rechts Basti. Hallihallöchen, mein Guter. Welchen rechts meinst du? Wir gehen am besten runter. Na. So. Jetzt links die Vögel. Nee. Die sind nervig. Wollen wir gegen die Jungs hier kämpfen? Oh, hier sind aber ganz schön viele Ether-Kanäle, ne? Ether-Mine. Problem ist, wir brauchen kein Ether mehr. Das bringt nicht so viel. Wir gehen trotzdem rein. Ich kann nicht anders. Gott segne den Don. Den Don zum Basti. Der hat vorhin noch ein bisschen Saints Row gespielt. So, die Container lassen wir aber nicht entgehen. Her damit. Henno oder schieße. Nur für die Maschinen und Juwelen. Ah. Den ganzen Kram mache ich irgendwann mal. Oh. Der Herr sieht ein bisschen gefährlich aus, oder? Ist selber bist du denn der Gute? Skill ist er. Oh, geht eigentlich. Voll klar, ne? 38. Da sehe ich mich ja eigentlich. Oh, wow. Die haben ja richtig coole Gegner. Zu einem einzigartigen. Kannst aber auch da haben noch eine. Was? Eine Shotcar getuned. Ja, ne? Machen wir erstmal den guten Herrn kaputt. Bam. Okay, komm her, Tyrion. Ja, komm mal ein Stück hier hin. Hier würde ich sehr gerne kämpfen. Oh, das Blütentanz. So. Der Todesblütentanz ist eigentlich sau oft wieder ready, ne? Zack.
Ich bin down, Leute. Könnt ihr mir bitte aufhelfen? Danke. Bist du auf dem Weg zum Schloss? Ja, so langsam aber sicher. Denn am Basti halte ich, selbst wenn es dir in den Fingern juckt, halte ich zurück mit Backseat Gaming. Ich sag's nur voraus, weil ich habe Angst, mal gespoilert zu werden. Ja, weiß ich. Du bist tatsächlich einer der wenigen, die das wissen. So. Deswegen habe ich ja gefragt. Jo. Zack. Wir haben ihn fast zur Hälfte. Synchro 3 haben wir auch bald. Jetzt haben wir Synchro. Sehr schön. Dann schlagen wir den Typen mal noch. Bam, bam. Dann Ätherkollision. Dann die heilige Kanone. Sniping Time. Und die heilige Kanone. Zack. Das kleine Tänzchen wieder. Ja, jetzt können wir auch Fusionstechnik wieder rauslassen, Leute. Oh, wir haben keinen Healer mehr. Ich muss in meine Ouroboros-Form kommen, um zu beleben. Gar nicht gut. Wie lange dauert das Abkühlen noch? Ohne wieder Chris. Ja, wir haben noch eine Chance. Wenn ich in meine Ouroboros-Form komme. Das Abkühlen dauert aber tatsächlich noch ein bisschen. Bam. Bam. Come on. Teilung. Sehr gut. Ah, okay. Let's go, Leute. Ich belebe euch. Und Angriffskette. Das ist der niceste Trick, den ich drauf habe. fangen wir mit Lanz an. Dann darfst du als erstes. Versuchen wir mal einen Gegner zum Schwanken zu bringen. Manchmal muss man es rauszögern. Was genau meinst du? Was rauszögern? Kommen wir noch nicht auf 100, oder? Kannst du umwerfen? Ne, du kannst auch nur Ohnmacht. Machen wir physische Abwehr runter. Zack. Sehr gut. Und beenden die Kette mit ihr, um das hier zu machen. Sehr gut, danke mir ein Exzellent. Oh, boah, sind unzerstörbar. Yes. Yes. Übrigens, gute Emote, die du da gepostet hast, Basti. Ist von einem sehr guten Künstler gemacht worden, das Ganze. Was, ich bin hier jetzt auch Picasso. Yes. Hast du umwerfen zufällig? Ne, auch nur schwanken. Dann machen wir das hier. Bam! Ja. Deswegen Künstler-Emote. Yes. Und umwerfen. Bam.
dreifacher Angriff. Brr. Brr. Reaktivierung. Oh nice, die ist dran. Vernichtung. Let's go. Dann machen wir Ohnmacht. Nimm da Juni. Ja doch, Juni soll lieber beenden. Das hier. Hm. 2% haben gefehlt. Oh, ja, aber nein, da kommen noch 2% dazu. Sehr schön. Belagernder Säbel. Bam. Reaktivierung. Wir könnten beide wählen. Komm. Machen wir mal wieder deren Ouroboros. Gedöns. Wir können es sogar perfekt machen, indem wir jetzt das hier machen. Oh, dann sollten wir relativ weit hochkommen. 83%. Dann das hier. Und zum Schluss dann das hier. Bam! Haben sehr gut erhalten. Bombardement. Piu, 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 piu. Extrem Implosion. Mit wem fangen wir denn die Kette an? Hiermit? Dann darf Noah physische Abwehr senken. Dann darf Lanz nochmal gut draufhauen. Mit. Oh, Fischer Abwehr nochmal senken. Na, wieder widerstanden, schade. Und. Blutung und Kürzrate. Bom. Der Damage. So muss das. Wieder ein Exzellenz. Oh. Ich glaube, wir hatten zweimal sehr gut und zweimal exzellent in dieser Kette. Actually sehr gut. Oh, wie viel der letzte Schlag an Schaden macht. Brrrr. Boom. Ah, okay. Fast 1 Million. Ah, nur fast. Bezwungen. Der hat aber schöne seltene Sachen fallen lassen, oder? Boah, dieser Gegner da hinten, der sieht auch hübsch aus, ne? Ich speichere erstmal wieder. Geht über 200 mit der. Was genau meinst du, Basti? Level 39 ist dieser Gegner, aber der sieht so schön aus. Ich möchte ihn unbedingt besiegen. Ich möchte ihn unbedingt besiegen. Centurus. Hübsches Ding, du. Und das hier. Bin gleich wieder da. Handy-Akku ist leer. Läuft am PC aber noch. Okay. Dann bis gleich, Basti. Gegner ist aber relativ schwach dafür, dass er so groß aussieht. Ich mag das Gegner-Design sehr. Oh, schöne Laserstrahlen, du. Au. Deine Items. Ich muss noch einmal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich
Guck mal, wie viele Ether-Dinger hier sind. Okay, das war auch nur eine Abkürzung, die wir da aufgetan haben. That's good to know.